Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch die 8 Kilo Waschmaschine von Samsung vorstellen mit der Bezeichnung WW83T554AAW. Das ist die alte Energieklasse, ja, das ist die neue Energieklasse mit AdWash-Funktion, digitale Anzeige, da komme ich aber noch später drauf, mit 10 Jahren Garantie auf dem Invertermotor. Mit dabei ist ein Zulauf-Sicherheitsschlauch. Leider kein richtiges Wasserschutzsystem integriert. Nochmal ein Schlüssel fürs Verstellen der Füße bzw. mit der anderen Seite zum Entfernen der Transportsicherung. Eins, zwei, drei Stück. Ich schalte mal die Maschine gleich an und dann gucken wir mal, was sie alles kann. So, ich schalte das Gerät mal ein. Das ist wirklich nur Touch. Entdecke deine neue Waschmaschine zum Überspringen. Tippen wir machen mal auf Weiter. Überspringen. Ne. Dreh den Bedienknopf, um die Programme zu erkunden, zum Überspringen. Wir gucken mal, was wir für Programme hier haben. Gedrückt halten, um das Programm zu starten, zum Überspringen. Na, dann starten wir mal das Programm. Tippen, um zusätzliche Funktionen anzuzeigen, zum Überspringen. Na, dann soll er uns mal alles zeigen. Speichere Favoriten unter meinen Programme. Deine smarte Waschmaschine. Fertig. So, was haben wir denn hier? Programm 1, Eco 4060 mit 1400 Umdrehungen. Da war circa 2 Stunden 38 Minuten. Dann haben wir ein Baumwollprogramm, 40 Grad mit 1400 Umdrehungen. Man kann die Umdrehungszahl auch ändern, indem man sagt 400, 800, 1000, 1200, 1400 oder Spülstopp ohne Schleudern. Ja, oder Abpumpen ohne Schleudern. Kann man noch zusätzlich anwählen. Dann gibt es die schnelle Wäsche 15 Minuten. Ja, das ist maximal 2 Kilo Zuladung mit 800 Umdrehungen. Man kann sie auch auf 1000 auf 1200 hochdrehen oder auch runterstellen. Wenn ihr natürlich auf 1200 hochgeht, dann dauert die Wäsche nicht mehr 15 Minuten, sondern 18 Minuten. So, dann haben wir hier Kaltwäsche intensiv, maximal 4 Kilo. Die dauert 2 Stunden und 21 Minuten bei 1200 Umdrehungen. Auch hier kann man nochmal die Umdrehungszahl höher stellen oder niedriger. Dann gibt es nochmal zusätzliche Funktionen. Die wählt man ganz rechts an und dreht dann hier an den Knopf. Das gibt es fast zu jedem Programm. Ja, Intensiv, Vorwäsche, Fleckenintensivwäsche und so weiter und so fort. Wenn man das Zusatzprogramm speichern möchte, drückt man dann auf den Knopf nochmal und dann ist der gespeichert. Und wenn ich jetzt nochmal hier raus will, komme ich wieder zurück. Das ist dann Kaltwäsche intensiv und dann dauert es auch länger. So, pflegeleicht 40 Grad, 1200 Umdrehungen. Auch hier kann ich entweder die Temperatur oder auch die Umdrehungszahl bei Bedarf ändern. Ja, also pflegeleicht ist auch hier maximal 4 Kilo. Feinwäsche 30 Grad mit 400 Umdrehungen dauert 35 Minuten, maximal 2 Kilo. Dann gibt es ein Handtuchprogramm, der dauert 2 Stunden und 5 Minuten, auch 4 Kilo Zuladung, 60 Grad und 1400 Umdrehungen. Auch hier kann man Gradzahl und auch die Umdrehungs
Zahl ändern. Dann gibt es die XXL-Wäsche, Decken, Kissen und Bezüge bei 2 Kilo, 1 Stunde 40 Minuten. Hemdenprogramm, wenig Hemden, Schnellprogramm, also maximal auch 2 Kilo, 1 Stunde bei 30 Grad. So, dann gibt es ein Hygienedampfprogramm, die geht auf über 2 Stunden und 38 Minuten. Bei dem Hygienedampfprogramm bietet die Maschine hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzten Faser dank zusätzlicher Tiefenbehandlung. Mit Dampf während des integrierten Dampfzyklus durchdringt sozusagen der Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden laut Samsung Bakterien und Allergene und eingetrockneter Schmutz bis zu 99,9% entfernt. Dann machen wir mal mit dem Programm weiter. Dann gibt es hier ein Wollprogramm. 40 Grad, 53 Minuten, 800 Umdrehungen. Auch hier kann man natürlich die Umdrehungszahl ändern. Ja, man kann auch sagen, also abpumpen ohne Schleudern. Ja. Dann gibt es ein Outdoor-Programm. Man kann zum Beispiel eine Fleckenintensivfunktion nehmen. Das heißt, bei Outdoor drückt man wieder diese Zusatztaste. Wählt dann mit dem Drehknopf hier auf Intensiv. Hier wird es nicht unterstützt. Also es wird nicht immer unterstützt, aber dieses Intensiv-Fleckenprogramm, ja, also mit der Intensiv-Fleckenprogramm-Funktion wird deine Kleidung makellos sauber. Selbst bei hartnäckigen Flecken, laut Samsung, werden Wein-Make-up oder Gras-Flecken dank signifikant verbesserter Reinigungsleistung kinderleicht und gleichzeitig entfernt. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Minuten lang gründlich eingeweicht, sodass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden. So soll es bei diesem Programm laufen. So, dann gibt es auch natürlich weitere Programme, wie zum Beispiel Sportkleidung. Ja, also wie gesagt, diese Zusatzprogramme erstmal auf den Knopf, dann gucken, ob das geht. Bei dem zum Beispiel kann man das Intensivprogramm dazu wählen und drückt dann wieder hier rauf und dann haben wir das Intensivprogramm mit dazu gewählt. Geht wie gesagt nicht bei allen Programmen, man muss einfach auf den Knopf drücken und dann gucken, ob der das anbietet. Buntwäsche, 1 Stunde 25 Minuten, auch bei max 4 Kilo, 40 Grad, 1200 Umdrehungen. Dann gibt es ein Jeans-Programm. Dann haben wir Babycare-Intensivprogramm. Extra heiß Desinfektionsprogramm bei 90 Grad. Dann haben wir ein super leise. Super leise bedeutet, ja, dass er die Umdrehungszahl runterdreht auf 800. Und dann ist er auch logischerweise leiser. Dann haben wir hier Mischwäsche, Baumwoll-Synthetik. 40 Grad, 1200 Umdrehungen. Eine Stunde 6 Minuten. Dann haben wir hier ein Programm, bewölkter Tag, der geht 1 Stunde 48 Minuten und hier kann man endlich mal 8 Kilo zuladen. Ja, bei 1400 Umdrehungen, auch hier kann man sagen 60 Grad, ja, oder 20, 30, 40 und die Umdrehungszahl kann man auch nochmal ändern. So, dann haben wir hier ein Programm, nur spülen und schleudern. Ja, auch 8 Kilo Zuladung. Hier haben wir nur abpumpen und schleudern ohne Wasch- und Spülgang. Dann haben wir hier nochmal die Trommelreinigung bei 70 Grad. Die geht über 2 Stunden und 23 Minuten. Ja. So, hier unten ist der Flusensieb, beziehungsweise es gibt hier einen Notentleerungsschlauch und wie hier noch mal zu sehen ist, sollte man den ab und zu mal rausschrauben mit einer Zahnbürste, mit einer Zahnbürste
den schön am besten putzen und dann wieder rein. Ab und zu sollte man das machen. Hier sammelt sich doch mit der Zeit einiges an Flusen ab. Na, der will nicht mehr rein. So. Dann hat er als Besonderheit, wie gesagt, die Schaumaktivtechnologie, Wi-Fi-Steuerung, Trommelreinigung. Der hat einen digitalen Invertermotor. Ja, der soll sehr leise sein und 10 Jahre Garantie gibt es auch noch dazu. Der hat einen Pflegetrommel. Na, das nennt man, beziehungsweise nennt Samsung Diamond Pflegetrommel. Dann gibt es möglicherweise auch Sprachsteuerung über Bixby, Alexa und Google. AdWash-Funktion. Ja, dann am besten erstmal immer auf Pause drücken. Dann die obere Klappe aufmachen. Hier kann vergessene Wäsche nachgeladen werden. Dann wieder zumachen und dann weiter auf Play. Dann hat er ein Fleckenintensivprogramm, eine sensorische Mengenautomatik. Und wie gesagt, für Allergiker gibt es die 1 bis 5 Programme frei wählbare Spülgänge. Ja, die Spülgänge kann man hier nochmal zusätzlich wählen. Und dann hat er, was auch sehr schön ist, dieses Hygiene-Dampfprogramm. Alles in einem hat er sehr, sehr gute, nützliche Programme. Ja, ein solides Gerät mit großer Trommel und wie gesagt, einen praktischen AdWash. Der ist sehr leise, den habe ich auch schon mal angeschlossen. Der ist sehr, sehr leise. Wie gesagt, hat sehr, sehr viele Extras, mystische Extras, sieht sehr edel aus und auch das Display, auch wenn es hier vielleicht mit dem Video, über das Video nicht so gut zu sehen ist, beziehungsweise ein bisschen flackert, das Display ist sehr, sehr gut zu lesen. Ja, die Verarbeitung ist gut, die Bedienung ist sehr einfach, also eine klare Empfehlung. Und mehr braucht man nicht. Ich hoffe, ich konnte euch die Maschine ein bisschen vorstellen. Ach so, auch nochmal dazu, dieses Spülfach reinigt sich automatisch. Ja, der hat, wie gesagt, eine automatische Spülfachreinigung. Das ist auch sehr praktisch, weil die Reinigung ja von Spülfach doch sehr mühsam ist, ja, die verklebt sehr oft und ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass die Waschmittelschublade sauber bleibt, das ist hygienischer und stellt sicher, dass Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie auch gebraucht werden. So, das wäre es heute von mir. Ich hoffe, ihr seid bei meinem nächsten Video wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.